Hallöchen, liebe Freunde. Ich habe eine Abstimmung gemacht vor einiger Zeit nach den unbeliebtesten Sorten, die euch nicht so wirklich gefallen, wo ihr euch mehr erhofft habt, wo ihr ein bisschen enttäuscht wart von der Sorte. Und heute kommen wir zur Auswertung. Vorab möchte ich noch sagen, dass ich bitte keinen Hersteller angesprochen fühlen soll. Ich habe einfach mal eine Umfrage gemacht mit den unbeliebtesten Sorten, habe mir jetzt die Top 15 gezogen und werde diese jetzt wahllos zufällig nicht in einer Reihenfolge ansagen, was so die 15 unbeliebtesten sind, weil ich will hier keinen Platz 1 haben, keinen Platz 2 und Platz 3, weil das wäre auch ein bisschen unfair. Man muss aber auch dazu sagen, dass es einen Hersteller gibt, der wurde öfter mal genannt. Da muss ich auch sagen, den haben scheinbar einfach einige probiert, weil die Top 15, die kennen wir wahrscheinlich alle, die genannt worden sind. Aber wahrscheinlich, weil das auch einfach jeder probiert hat und weil der Hersteller scheinbar einfach gut verkauft. Und Sorten, die zum Beispiel wenig gekauft werden, die eh schlecht sind, die sind halt gar nicht in der Top 15 drin. Also es ist so ein Wenn und Aber so. Also es hat so ein Für und was auch da so ein Dagegen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Alfaha Doppelapfel wurde genannt, was ich sehr, sehr schade finde. Ich mag Doppelapfel sehr, sehr gerne. Und ja, ich kann es verstehen. Es gibt einige, die mögen kein Anis. Kann man verstehen, dass der Alfaha Doppelapfel da genannt wird. Holster Kiwi Punch ist eine Kiwi-Sorte, die, ja, der Holster hat es mir so ein bisschen vergeigt mit dem Kiwi. Ich konnte dann keine Kiwi mehr sehen. Ich fand ihn mal eine Zeit lang echt brutal. Und ja, der wurde von euch hier genannt. Must-Have Milrick, das ist Milchreis. Kann ich verstehen. Kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil das ist vanillig, das ist so Milchreismäßig für Milchreis brutal. Aber es ist halt nun mal Milchreis und es ist halt nun mal cremig. Chaos Türkisch Bubbles, das ist dieser Fall im Kaugummi. Ich kann es verstehen, was man es nicht mag. Ich muss ehrlich sagen, dass ich eine Zeit hatte, wo ich das super gerne gemocht habe. Das sind halt so ein würziger Geschmack, würde ich sagen. Aber ich kann es verstehen, wenn man da so ein bisschen, ne, enttäuscht ist. Nameless Black Nana. Das ist zum Beispiel so eine Sorte, genau das, was ich angesprochen hatte. Nameless Black Nana hat sich wie Sau verkauft und wurde einfach deshalb mitgenannt, weil es Leute gibt, auch die den probiert haben, weil er so viel gekauft hat und der den einfach nicht gefallen hat. Nameless Black Nana ist eine Traube Minze, wird immer noch super gerne gekauft und gibt auch übelste Fans davon. Aber Nameless Black Nana wurde auch mitgenannt. Holster Yellow Punch, das ist Zitrone mit Eis, das ist dieser. Ja, ich hatte mir von der Sorte auch ehrlich gesagt mehr erhofft, so auf lange Sicht. An sich ist die Sorte nicht schlecht, aber wenn man so eine klassische, spritzige, saure Zitrone haben will, dann ist es nicht der Holster Yellow Punch. Kann ich verstehen, dass man da vielleicht mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen ist. Holster Winter Edition, das ist der Butterkeks. Den Butterkeks haben die echt gut umgesetzt, das muss ich echt mal sagen. Aber es ist wieder eine cremige Sorte und cremig stehen halt extrem wenige drauf. Das ist in Deutschland, kommen cremige Sorten nie so krass an. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Almassiver Löwenherz, das Himbeere, Pfirsich mit Drachenfrucht, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich tatsächlich das sehr feier, dass Einzug mal absolut nach Pfirsich schmeckt und Einzug absolut nach Himbeere schmeckt. Ich kann mir wieder vorstellen, dass sich wieder manche mehr erhofft haben, dass das halt nur Pfirsich ist mit ein bisschen Himbeere und Drachenfrucht. Aber ja, es ist eure Liste. Und das habt ihr hier auch genannt. Holster Eiskaktus ist auch so eine Sache. Ich glaube, das hat jeder mal probiert. Und deswegen wird es hier auf der Liste stehen. Holster Eiskaktus, ich finde den Flavor echt nice. Nicht jeden Tag, aber ab und zu finde ich den Flavor echt mal so nice. Ist halt Kaktus mit Eis. Und ich würde sagen, schon einer mit der besten Kaktus-Flavor. Dann haben wir noch Holster Mr. John. Da muss ich so eine kleine Träne vergießen. Das ist Ananas Pfirsich mit Zitrone. Den habe ich damals ewig weggepelzt. Und ich kann es verstehen, dass man den vielleicht nicht mag. Ich habe den extrem mal gemocht. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, aktuell einen Kopf damit zu konsumieren, weil, ja, ich habe den überraucht. Nennen wir das Kind einfach mal beim Namen. Ich habe den einfach überraucht. Ich kann ihn jetzt aktuell gar nicht mehr sehen. Es gab aber eine Zeit lang, habe ich ihn übertrieben abgefeiert, aber wurde von euch auch genannt. Eine Sorte, die auf der Liste steht, das habe ich irgendwie erwartet, dass sie, also bei der habe ich es am meisten erwartet, nicht wegen dem Hersteller, sondern einfach wegen dem Geschmack. Und das ist 187 Tobacco Miami Vice. Der hat halt diese, ich nenne es mal Wiesennote. Schmeckt halt nach Wiese, was man halt sich dreht, eindreht und dann konsumiert. Und ich finde, man hat den sehr, sehr gut umgesetzt. Genauso auch wie das Pappmaul, was du davon bekommst.
Das finde ich, das hat man richtig gut umgesetzt. Aber das ist genauso, wie ich es halt bei anderen Sorten sagen muss. Man erhofft sich viel und es wird Leute geben, die den Safe übertrieben feiern. Ist auch eher eine Gag-Sorte in meinen Augen. So wie zum Beispiel Avaha Pharma, PX1 Mettwurst oder auch einen Flying Hirsch von 187. Obwohl ich den noch so in Klammern setzen würde, Flying Hirsch, das ist Jägermeister mit Energy. Holster Smurf Daddy, das ist Brombeere, Waldfrüchte mit Maracuja. Die Maracuja da drin, endkrass, endkrass. Und ich finde es super schade, dass Holster nicht mal irgendwie Maracuja-Punch oder so rausgebracht hat. Aber die Beerennote kommt da irgendwie... Ja, es hat was von dem Eis, oder es soll ja, glaube ich, ein Eis erinnern, der Smurf Daddy. Aber ja, diese Beerennote hat super viel nicht gefallen, das weiß ich. Und da war das damals gewesen, ich mache mich da im Stream immer sehr gerne lustig, ein halbes Jahr ankündigen und dann kommt die Sorte raus. Und das war beim Smurf Daddy gewesen. Haben scheinbar viele probiert und deswegen steht da hier mit drauf. Almasiva Anna Bahachbeck. Das ist der grüne Apfel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich fand den tatsächlich nice. Der hat halt wirklich einfach nach grünen Apfel geschmeckt, aber halt so ein bisschen nach einem kandierten grünen Apfel, weil da war noch so ein sehr süßlicher Ton drin. Es ist aber kein klassisch grüner Apfel. Da gibt es beliebtere, das weiß ich, dass es unter den Leuten beliebtere gibt, oder unter euch, nicht unter den Leuten. Zum Beispiel wie der aus Bonnie und Clyde. Der ist auf jeden Fall beliebter. Ich finde ihn dann persönlich nicht schlecht. Und ich habe auch zwei der Dosen mal davon gehabt. Fand ihn ganz nice, ey, aber es ist eure Liste. Mir ist gerade beim Schneiden aufgefallen, ich habe tatsächlich eine Sorte vergessen, und zwar den Holster Bono. Das ist Haselnuss, Teig und Vanille. Ich habe den persönlich aber auch nicht so gefeiert. Der war im Geruchlichen mega, im Geschmacklichen kam so diese Bueno-Note leider nicht so rüber. Hab ich irgendwie vergessen beim Aufnehmen. Und die 15. Sorte auf der Liste ist der Holster Eisfinger. Das ist Himbeere mit Limette. Habe ich selber noch nicht probiert und ist auch die einzige Sorte auf der Liste, die ich noch nicht probiert habe. Deswegen kann ich da zu der Sorte gar nichts sagen. Ich hoffe, dass sich einige Hersteller hier, wie gesagt, nicht angegriffen fühlen. So Sachen wie Winteredition oder wie Bono, die kann man fast rauszählen. Weil das ist halt so, das ist einfach eine Nischensorte. Genauso auch wie der Milrig und vielleicht auch noch der 187 Miami Vice. So, ich hoffe, dass sich hier einige Hersteller nicht angesprochen fühlen. Heißt ja auch immer, dass viele Sorten davon gekauft werden. Es sind wenige Hersteller, die vertreten sind, aber es sind auf jeden Fall die Sorten, wo ich kann es bei vielen, kann ich es wirklich nachvollziehen, weil das halt nicht die breite Masse ist. Und deswegen hoffe ich, hat es euch gefallen und ich hoffe, es hat auch den Herstellern gefallen. Das Beste ist immer dran, man kann daraus nur lernen. Man kann daraus nur lernen, weil klar sieht man es auch in den Verkäufen, aber in so einer Auswertung sieht man es natürlich auch. Gut, Freunde, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche gute... Beim nächsten Mal wünsche ich eine gute Sorte. Eine Sorte, die euch gefällt.